Heute erzähle ich etwas über die Dokumentation in Modelica. Modelica hat ein sehr starkes Konzept in dieser Hinsicht. Man muss aber unterscheiden zwischen der Sprache, der offenen Sprache Modelica und dem verwendeten Simulationstool. Ich verwende hier Daimola von Dassault Systems. Die effektive Darstellung ist dann toolabhängig. Ich möchte das jetzt an einem Beispiel zeigen. Generell würde ich sagen, dass man sich diese Kenntnisse am besten erwirbt, indem man einfach mal schaut, was schon programmiert worden ist. Gehen wir also in die Standard-Modelica-Bibliothek rein. Dann nehmen wir hier Mechanik und bei Mechanik einmal Rotation. Dann gehe ich zuerst einmal zu den Konnektoren in der Teilbibliothek Interfaces, denn die Konnektoren definieren ja letztendlich die Domain. Nehmen wir den Flange A. Und jetzt hat man hier in Daimola vier Tasten. Für die erste Taste geht, dann hat man die symbolische Darstellung, die kann man zeichnen. Hier hat es Zeichnungstools, wenn sie aktiv sind. Und das erscheint dann als Icon. Auf der zweiten Ebene kann man die Modelle zusammenstellen. Hier ist dann noch ein Name beigefügt, also man kann dann hier den Konnektor auch benennen, so dass man das auf dem Icon sieht. Die dritte Taste ist dann die Information, die man selber schreiben kann. Jetzt muss man aufpassen, dieser Teil hier wird von Daimola automatisch erstellt aufgrund des Codes. Dieser Teil hier wurde jetzt quasi von Hand geschrieben. Man kann das sehen, indem man die Quelle anschaut. Der Text ist nämlich HTML. Dann hat man hier Abschnitt, dann eine Tabelle, dann hier ein Fließtext und dann eine Referenz. Und das sieht ja dann so aus, wie hier dargestellt. Hier die Referenz, da die Tabelle, so weiter. Wenn man die vierte Taste nimmt, dann hat man den eigentlichen Code, den ich schon gezeigt habe. Also diese Klasse hier heißt jetzt Connector, das ist eine spezielle Klasse. Der Name, den man vergibt, ist Flange A. Und dann kommt hier ein Text. Das ist also die erste Art zu dokumentieren, direkt im Code drin, nämlich mit Gänsefüßchen. Dann wird eine Potentialgröße verwendet und eine Flussgröße. Die Potentialgröße ist hier der Winkel, die Flussgröße das Drehmoment oder eben die Drehimpulsstromstärke. Jetzt einmal verdeckt einen Teil des Codes, das kann man aber öffnen. Dann kommt hier unter Annotation wieder der HTML-Code und dann weiter unten unter Icon ist dann die Grafik beschrieben. Also die Grafik, die man hier einfach so zeichnen kann, die ist Teil des Modelica-Codes. Damit haben wir jetzt den vollständigen Code für einen Flange. Decken wir das wieder zu, dann sieht man, das ist doch sehr anschaulich, man hat einfach nur den Teil, der wichtig ist, und der Rest, den kann man sich über verschiedene Tasten holen. Nehmen wir als nächstes ein Beispiel, also eine Komponente, eine einfache Komponente, zum Beispiel ein Schwungrad, das ist einfach eine Trägheit, Inertia. Dann hat man hier die Zeichnung mit dem Namen und da noch die sichtbare Angabe des Massenträgheitsmoments. Dann hier die Ebene, wo man Elemente zufügen kann. Hier die Information. Die Information ist relativ kurz. Sieht man hier, der HTML-Code ist ziemlich kurz. Und der Rest wird von Daimola aufgrund des Codes zusammengestellt. Der eigentliche Code ist dann wieder hier zu finden. Hier wird eine Klasse Model definiert. Der Name ist Inertia und dann kommt hier wieder in Gänsefüßchen ein erklärender Text. Dann wird hier ein Paket Modelica SI Units importiert und mit SI bezeichnet. Also da wird ein Kurzname zugeordnet. Dann kann man also hier Parameter definieren, SI Inertia. Das heißt eben, das ist eine Realzahl mit Einheiten.
J genannt. Die erscheint dann auch auf dem Icon, weil ich dort einen Namen zugeordnet habe. Und dann Minimum ist 0, kann also nicht negativ werden. Und als Startwert wird 1 angegeben, das ist der Default-Wert. Dann hier wieder die Erklärung. Und dann wird ein zweiter Parameter eingeführt. Der hat jetzt mit den Anfangswerten zu tun. Jetzt kann man hier noch Annotation öffnen, dann findet man hier eine Erklärung zu dem. Dann kommen die drei reellen Werte Winkel, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung. Und zwar immer als Real mit SI-Einheiten. Deshalb der Aufruf SI Angel. SI ist dann aus diesem Paket. Die Größe ist dann eine Größe mit Einheiten. Dann hier der Name Phi. Und dann kann man hier eben den Anfangswert wieder nennen. Hier wieder die Erklärung dazu. Dasselbe bei Velocity. Erklärung dazu. Und hier absoluter Winkel. Erklärung dazu. Dann hier die Gleichungen. Das heißt, der interne Winkel Phi ist gleich dem Winkel Flange A und ist gleich dem Winkel Flange B. Das heißt, das ist eigentlich der gleiche Winkel. Man müsste hier nicht zwei Flange definieren. Ich würde hier nur einen machen. Aber es ist vielleicht anschaulicher, wenn man zwei Flange macht, so beim Schwungrad links und rechts. Omega ist die Ableitung von Phi. Alpha oder A hier geschrieben ist die Ableitung von Omega. Und hier ist dann die Drehimpulsbilanz, das heißt Massenträgheitsmoment mal Winkelbeschleunigung ist gleich dem Drehmoment von Flange A plus dem Drehmoment von Flange B. Hier hat es wieder eine Annotation und da ist mal der HTML-Code für das ganze Element und da gibt es dann noch die Beschreibung des Icons und da ist auch ziemlich viel schon drin, aber das macht jetzt Daimula dann automatisch. Das kann man mit Drag and Drop und Zeichnen machen. Kann man wieder schließen und dann hat man nur den effektiven Code. Hier noch die Elemente, die man hineingezogen hat. Das ist eben der Flange A. Auch der hat eine Beschreibung. Da ist der Flange B. Und der hat eine Beschreibung. Also das, was hier verdeckt ist in Daimula, das ist das, was man hier einfach aus der Bibliothek reingezogen hat. Ja, zum Schluss noch, wie sieht dann das aus, wenn man es instanziert? Ich nehme jetzt hier eine neue Klasse quasi, eine unbeschriebene, und hole jetzt das Element aus der Bibliothek. Jetzt ziehe ich so rein, dann sieht man hier die beiden Flange, da der Name. Jetzt kann ich das Dialogfeld öffnen, sagen Schwungrad und Massenträgheitsmoment sei 5, sonst ist ja 1 gesetzt. Und ich kann jetzt hier die Startwerte angeben, zum Beispiel Winkelgeschwindigkeit. True, dann wird das wirklich gesetzt. 50, das sind 500 Umdrehungen pro Minute in etwa, 50 Rad pro Sekunde. Jetzt sieht man hier mit dem, was ich vorher als Name gezeigt habe, wird das jetzt Schwungrad angezeigt und das Massenträgheitsmoment wird jetzt auch auf der Icon-Ebene dargestellt. Also solche Dinge machen dann das Modellieren sehr einfach. Ich habe es jetzt vielleicht nicht so systematisch dargestellt, weil für mich auch vieles so ad hoc ist, dass ich schaue mir mal an, wie etwas aussieht und modelliere dann und beschreibe etwas und gebe dann noch einen Kommentar. Der eigentliche Kommentar im Code, den habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Ich werde das bei anderen Gelegenheiten dann einmal zeigen.